was machen Sachen? Ja, das letzte Mal habe ich euch gezeigt, wie wir Unity benutzen, um unseren Charakter so ein bisschen aufzuhübschen. Wir können halt verschiedene Assets hinzufügen, ob mit Bounce, ohne Bounce. Aber das sind auch schon die Grenzen, die Unity an für sich so hat. Wir können Texturen ändern, wir können Sachen hinzufügen. Aber das Modell an sich selbst bearbeiten, das können wir ja nicht. Oder halt relativ schwierig. Dafür gehen wir jetzt in Blender. Blender ist halt ein 3D-Programm und da haben wir halt keinerlei Grenzen, was wir machen können. Das ist auch das Problem jetzt daran. Ich werde euch heute nur zeigen, wie wir Sachen importieren und exportieren können. Also wir werden halt einen VRM-Charakter in Blender importieren mit Hilfe eines Plugins. Ich werde nur auf ein, zwei Sachen eingehen, die ich halt selber mache, bevor ich den Charakter bearbeite, um es mir leichter zu machen. Und wir werden den Charakter dann von Blender mit Hilfe von Unity wieder in ein VRM-File konvertieren. Also wird nicht so viel passieren, es geht rein um den Import oder den Export. Aber das reicht ja auch schon. Dann werden wir halt nach und nach auf verschiedene Sachen eingehen, die man in Blender machen kann, weil da ist halt wirklich sehr viel und ja, das alles in ein Video zu packen, da sitzen wir ein paar Stunden hier, das ist ja auch irgendwie so sinnvoll. So, fangen wir einfach mit Blender an. Blender ist wie gesagt schon ein 3D-Programm. Es hat alles, was wir von einem 3D-Programm verlangen. Wir können verschiedene Modelle erstellen, wir können riggen, wir können Raidpainten, wir können all den Quatsch machen. Und es ist kostenlos. Normalerweise kosten so 3D-Programme ja doch einen Haufen Geld. Blender nicht. Ihr könnt das einfach downloaden. Ihr dürft spenden, wenn ihr möchtet. Und dann kriegt ihr halt euren Importer. Den speichert ihr irgendwo sinnvoll ab, dass ihr ihn gleich wieder findet. Ja, und dann installiert ihr das Programm, wie halt jedes andere Programm auch. Und wir sehen uns dann gleich, weil ich habe es ja schon, ich brauche es ja nicht nochmal installieren, das ist ja irgendwie Blödsinn. Also für mich abbrechen, für euch dann okay. Wenn ihr das Programm dann installiert, macht euch einen vernünftigen Platz, wo ihr das abspeichert, weil wir werden den Pfad gleich nochmal brauchen für das Plugin. Also bitte merkt euch den, sonst müsst ihr suchen. Ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr halt Plugins installieren wollt. Gerade dieses Plugin funktioniert sonst nicht, wenn es nicht richtig abgelegt ist. Ist auch ein großer Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Ich habe das Plugin halt einfach in Downloads gelassen und denkst, ja, ist ja egal. Nee, ist es nicht. Es muss an eine ganz bestimmte Stelle, sonst funktioniert das Plugin nicht. Daher behalte das so ein bisschen im Hinterkopf, wo es ist. So, nachdem wir das installiert haben, können wir die Datei öffnen. Und es sollte eigentlich so Pi mal Daumen genauso aussehen wie bei mir. Minimale Änderungen können sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich wirklich halt das Standard UV-Layout genommen habe oder nicht. Aber so Pi mal Daumen sollte das für euch auch so aussehen. Wir können auch hier wieder jede Menge tun. Ich werde jetzt nicht komplett darauf eingehen, ich werde euch nur so ein paar Basic-Sachen sagen. Also wir fangen auch immer an mit einem Cube, der ist standardmäßig eigentlich immer direkt bei einer neuen Szene drin. Den können wir auf X einfach wegmachen, Delete, okay. Auf Shift-A haben wir ein neues Panel, dann können wir uns halt verschiedene Meshes aussuchen, dann machen wir ihn gleich wieder rein. Okay, am Anfang möchte ich einfach zeigen, hier oben haben wir verschiedene Modes. Je nachdem, was wir machen möchten, brauchen wir die. Ich werde jetzt nur auf Object Mode und Edit Mode eingehen. Im Object Mode befinden wir uns gerade. Da können wir halt Objekte oder Meshes halt in ihrer kompletten Form halt manipulieren. Hier haben wir verschiedene Pfeile. Einmal normales Movement, also wir können den irgendwo hinstellen. Hier können wir rotieren. Und das hier skalieren in verschiedene Richtungen. Machen wir ihn größer, machen wir ihn kleiner. Soweit, so gut. Das gilt halt im Object Mode halt nur für alles an sich. Wenn wir das jetzt feiner bearbeiten möchten, müssen wir in den Edit Mode. Und dann kommen wir halt an die Vertices. An die einzelnen Edges. Oder Faces. Dann können wir diese einzeln voneinander manipulieren. Sag, ich will jetzt halt nur das hier bewegen. Oder ich möchte das hier bewegen. Oder was weiß ich will nur eine Edge drehen. Das hier. Zack. Eins auf Formskunst. Das soll so. Gibt natürlich hier wesentlich mehr Sachen, die man machen kann, aber so dass die Standarddinger, sowas, was man am meisten braucht, ist halt, ich schiebe irgendwas von A nach B nach C. Wir werden eventuell in anderen Tutorials mal genauer drauf eingehen, was halt die verschiedenen Tools machen. Aber fürs Erste nicht. Auch wenn ihr andere Objekte halt reinladen wollt, könnt ihr das hier auch machen unter File, Import. Und dann habt ihr verschiedene Optionen. Das hier unten habt ihr noch nicht, das kriegt ihr mit dem Plugin. Und das werden wir euch gleich zeigen, weil auch hier haben wir wieder das Problem, normalerweise sind VRM-Files hier gar nicht mit aufgelistet, weil Blender genauso wie Unity erstmal nicht weiß, was zur Hölle ist ein VRM-File, was mache ich eigentlich damit? Das müssen wir jetzt erstmal beibringen mit Hilfe eines Plugins. Und hier sind wir wieder auf GitHub. Kennen wir ja schon vom letzten Video, wo wir den VRM-Converter geholt haben, den haben wir auch über GitHub gekriegt. Hier das gleiche Spiel. Hier gibt es jede Menge Tools, Ressourcen und so weiter, könnt ihr euch alles durchlesen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr halt wirklich nur das Programm haben möchtet oder das Plugin da drauf, runterscrollen und hier ist die ZIP.
Lade die auch nochmal kurz runter. So. Okay, wichtig ist hier, entpackt die nicht. Ihr braucht die verpackte ZIP. Die darf auch nicht hier bleiben, weil, wie ich bereits erwähnt habe, muss die in unseren Blender-Ordner rein. Bei mir heißt die einfach nur 2,90, weil, keine Ahnung, so doof zum Blender schreiben war. Und hier seht ihr schon, der ist da so drinne. Ihr müsst die einfach drag and drop hier reinziehen. Der ist da so drinne. So, wenn ihr das gemacht habt, geht auf Edit, Preferences und dann sucht ihr das. Wenn ihr Glück habt, ist es schon hier drinne. Ihr könnt suchen. Cats, ja, Cats Blender Plugin. Falls das hier nicht sein sollte, geht ihr auf Install und geht auch hier wieder auf eure Blender-Datei und da habt ihr irgendwo das Plugin und drückt da drauf Install Add-on. Dann achtet drauf, ist Häkchen an. Okay. Am besten, wenn ihr wirklich das Programm nochmal neu startet, dass alles auch wirklich 100% funktioniert. Nur auf Nummer sicher gehen. Und dann bekommt ihr hier auf der Seite auch wieder mehrere Optionen, unter anderem halt Cats. Das ist das, was wir brauchen zum Importieren. Also sagen wir erstmal Tschüss Würfeln, weg damit und wir importieren. Und dort könnt ihr eure VRM-Files einfach reinpacken. Wir nehmen Nora. Da müsst ihr euch eine Weile warten, das muss ja alles immer hochladen. Und so ein Modell hat auch schon einige Informationen an Polygon und an Rig und an Weight Paint, die halt immer importiert werden müssen. Ja, nicht erschrecken. Anfangs sieht das doch schon ein bisschen befremdlich aus, ist ganz grau und hier sind so komische Zapfen, teilweise sind sie gelb, weil sie angeklickt wurden. Ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Ja, ist aber nicht weiter schlimm. Hier oben rechts sind so vier Bälle. Und wenn ihr auf den dritten klickt, kriegt ihr auch Farbe. Diese Zapfen, die ihr seht, sind die Bones. Die brauchen wir, um den Charakter zu bewegen. Wir haben hier auch einen Pose-Mode. Wenn ihr hier auf die Seite geht, rechte Seite hier in so unserem Layout, drückt einfach mal auf das Skelett, auf diesen Pfeil und dann habt ihr eine Pose. Dann könnt ihr auch wieder hier verschiedene Sachen anklicken und am besten über Rotation den Charakter bewegen. Zurück zum Object-Mode. Wir wollen jetzt aber eventuell vielleicht unseren Charakter bearbeiten. Da mache ich mal Folgendes. Einfach dadurch, dass Blender ein bisschen besser mit den Sachen arbeiten kann. Erstmal drauf drücken, Fix Model. Dann geht er kurz drüber und berechnet es halt für sich selbst nochmal neu. Die Bones sehen dann auch ein bisschen anders da aus. Es ist halt alles für Blender besser zu bearbeiten. Okay, nachdem unser Modell gefixt ist, gibt es noch ein paar Sachen, die ich halt mache, damit ich vernünftig mit dem Modell arbeiten kann. Zum einen ist hier alles nicht so wirklich aneinander attached. Also man kann hier die einzelnen Sachen abnehmen. Manchmal sind die ein bisschen, ja, komisch. Man kann hier sowas machen. Das persönlich finde ich jetzt nicht so geil. Dann gehe ich hin, drücke A, drücke M, bei Distance. Also ich verbinde Sachen auf Distanz. Drücke einmal drauf. Optisch ist jetzt so nicht viel passiert, aber wenn ich jetzt auch hier wieder hingehe und mir alles markiere, habe ich jetzt das komplette T-Shirt als eine Sache. Die komplette Hose als eine Sache. So. Dann gehe ich hin, damit ich das auch im Object Mode halt alles schön getrennt habe. Gehe ich unter Model Options und sage, bitte separiere mir alles nach Materialien. Warte kurz, kriegt ihr jede Menge Zeug. Und jetzt ist halt alles wirklich voneinander getrennt. Haare sind ab, Körper ist ab, Gesicht ist ab. So kann ich halt persönlich angenehm arbeiten. Gerade wenn ich am Kopf arbeite, kann ich hier hingehen. Die Haare sind mir jetzt im Weg. Ich drücke die Haare an, drücke H für Hide, also verstecken und weg sind sie. Und ich komme halt wesentlich besser an Nacken und so weiter ran. Alt H ist wieder zurück, ist alles wieder zurück. Beim Modellieren an sich finde ich die Bones auch immer ein bisschen störend. Die kriegen wir anders da los. Hier oben haben wir den Viewport Overlay. Bones, machen wir weg. Zack. Ja, hier fällt mir gerade auf, ich habe euch ja generell gar nicht gesagt, wie man es im Viewport bewegen. Also generell. Links könnt ihr halt Felder aufziehen, irgendwas markieren. Ihr könnt auch Sachen mit links einfach anklicken. Mit rechts öffnet ihr halt ein neues Kontextmenü, je nachdem, was ihr machen möchtet. Bewegen tun wir uns aber mit dem Mausrad, also einfach draufdrücken und ihr könnt die Kamera bewegen. Einfach nur rumdrehen. Wenn ihr Steuerung drückt, habt ihr hier so einen Zoom. Tschu, tschu.
Drückt ihr Alt, habt ihr so eine fixierte Rotation. Kann sehr hilfreich sein. Drückt ihr Shift-Mausrad, könnt ihr halt einfach, ja, das komplette Ding einfach so hin und her schieben. Und so bewegen wir uns halt vor. Und halt auch nochmal hin und her zoomen mit Mausrad einfach vor und zurück. So, das ist so die grobe Bewegung, die wir haben. Ja, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, jetzt ist es mittendrin. Naja. Wir sind jetzt damit fertig, was auch immer wir gemacht haben. Wir haben sie verändert, wir haben was hinzugefügt, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall jetzt fertig. Wir wollen es exportieren. Wir wollen jetzt uns ein bisschen übersichtlich in Unity machen, also merchen wir alles wieder zu einem Ding zusammen, dass wir halt hier nicht mehr so viele Einzelteile haben. Ist kein Muss, ist Präferenz für jeder für sich, aber ich mag es halt, wenn es in Unity einfach ein Modell ist. Ihr markiert einfach alles, drückt Shift, einmal wieder den Körper an- und deselektieren, damit das unsere Hauptquelle ist. Also der Körper bitte als Hauptquelle, dann funktioniert es am besten. Sonst gibt es immer ein paar Problemchen. Steuerung J. Und alles wieder ein Modell. Also wir haben nur noch ein Mesh. Keine Sorge, alle anderen Informationen, die ihr eingeteilt habt, die bleiben vorhanden. Die werden einfach nur zusammen gemerged. So. Jetzt haben wir das alles wieder als ein Ding. Jetzt soll das exportiert werden. Aber Problem, Blender kann das nicht. Blender kann trotz Cats keine WM-Files ausspucken. Wir brauchen wieder Unity. Jetzt müssen wir es so noch abspeichern. Und ich packe das einfach mal auf den. Nee. Ich packe das jetzt einfach mal hier hin. Nora Test. Naja, so schreibt man nicht Test. Speichern. So. Und nun ab in Unity. Wir gehen in die Szene, die wir das letzte Mal erstellt haben. Da haben wir nämlich alle Plugins drin, die wir brauchen. Einfach draufdrücken. Wer die nicht hat, der darf sich gerne mein letztes Tutorial ansehen. Dort wird erzählt, was wir brauchen, halt als Plugin und wie wir halt generell Unity aufsetzen. Ich habe einen Ordner für Tests, da mache ich einfach alles rein, was ich jetzt halt ja testmäßig einfach mal reinziehe. Daher auch Tests. Hier einfach unsere komplette Blender-Datei einfach nehmen und rein damit. Ihr könnt einfach die komplette Blender-Datei da reinziehen. Ihr müsst da nichts exportieren und sonst was. Einfach Blender rein und fertig. Hat den Vorteil, wir können. Hat einen riesigen Vorteil, wir können die Blender-Datei auch direkt von Unity wieder öffnen. Und wenn wir Änderungen vornehmen, haben wir direkt auch wieder in unsere Engine drin. Das ist echt nice, das ist super. Wir ziehen unsere Nora rein. Erschreckt jetzt kurz nicht. Sieht seltsam aus. Wir haben nämlich noch die Standard-Blender-Shader drauf. Die sehen halt in den, nicht so aus, wie wir das aussehen haben wollen. Die sind hier angelegt. Aber die lassen sich erstmal so nicht bearbeiten. Wir müssen neue machen. Nehmen wir einfach Create. Material. Ein neues Material. Wir nennen es jetzt erstmal Skin. Dann gehen wir hier hin. Ja, auch hier habt ihr wieder die Auswahl Tun oder Unlit. Die funktioniert für unsere Form optimal. Ich persönlich mag den Tun ganz gerne. Das soll ja jetzt erstmal Skin werden, also kann der opake bleiben. Cutout oder Transparenz sind halt für Sachen, die halt eine Alpha-Map haben. Je nachdem, was ihr habt. Meistens tut es der Cutout ganz gut, weil wir wollen ja nur was direkt ausschneiden. Wir wollen ja keine Transparenz hinzufügen. Wenn halt irgendwas transparent sein wollen, natürlich transparent. Wählt das Richtige aus. Und hier muss eine Textur rein. Die haben wir jetzt hier nicht angelegt, die brauchen wir halt woanders her. Wenn ihr nicht wisst, wo die sind, geht in die Blender-Datei. Dann gehen wir auf den Shader, also Shading, öffnen irgendeine Textur. Da könnt ihr den Datenpfad öffnen und ihr markiert euch das einfach. Ihr markiert euch das einfach, Steuerung C. Dann geht ihr hin. Neuer Ordner, Steuerung V. Okay. Und schon habt ihr eure ganzen Texturen. Falls die halt nicht hier drinne sind, auch einfach hier alles markieren, drag and drop rein und da habt ihr sie. So, das kann runter. Dann gehen wir, im Sinne noch im Skin drinne. Also wir wollen Skin, also Haut. Aber hier
einfach ins Fältchen reinfügen. Das ist die Base Color. Diese blauen Dinger sind die Normal Color. Man doppelklickt drauf. Normal. Apply. Und dann könnt ihr die halt auch in die Normal reintun. Ist dann für Shading ganz wichtig. Wenn ihr halt hier das Shading nutzen wollt. Das hier, Moment, zeige ich euch gleich. Machen wir das erstmal da drauf. Und schon, guck, sieht doch schon deutlich angenehmer aus. Wir haben hier nämlich eine Shader-Option. Müsst ihr achten, sind beide Bilder drin. Und dann könnt ihr. Ja, komm, wir machen einmal. Ja, damit ihr seht, was passiert. Jetzt haben wir hier einen leichten Schatten drin. Je nachdem, von wo wir gucken, sehen wir. Ja, so leichte Schattierung. Ja, ihr könnt hier ein bisschen mit rumspielen. Sieht ein bisschen aus. Ihr könnt das ausklappen für noch mehr Optionen. Wie stark und keine Ahnung. Könnt ihr einfach stellen. Das könnt ihr einfach so einstellen, wie es euch beliebt. Ihr könnt aber auch sagen, nee, ich will gar keinen Schatten und macht das einfach weiß. So, das macht ihr jetzt einfach mit allen Sachen. Ich überspringe das einfach mal und wir sehen uns gleich. So, einmal kurz vorgespult, alle Materialien sind da, wo sie hingehören, sieht auch ganz nice aus. Einfach hier wieder drauf drücken. Auch hier brauchen wir wieder unser Humanoid-Rig und schauen, ob das alles funktioniert hat. Konfigurieren. Ist das alles, wo es hingehört? Hier muss wieder ein None rein. Dann Apply. Nachdem jetzt auch die Rig stimmt, können wir sie als VRM exportieren. Auch hier. Export Unity VRM 006. Auch hier wieder, ihr müsst einen Titel angeben. Auch hier wieder wichtig. Das ist jetzt unser fertiges VRM. Wir brauchen das gleich nochmal. Wir haben ja keine Blend Shapes und so weiter zugeordnet. Wir gehen auch hier wieder unter Assets, Charaktere, Test, VRM öffnen. Und da ist sie ja drin. Jetzt ist die Sonja drin. Machen wir sie dabei, weil das ja der VRM-File ist. Export. Auch hier wieder, wir müssen sie halt zweimal exportieren, damit sie halt vollendet ist. Wir müssen ja noch einiges hinzufügen. Jetzt haben wir sie als erste VM-Version drin. Sprich, ich schmeiße sie jetzt erstmal raus, packe die VM-File hier rein. Den Rest kennen wir eigentlich schon aus dem letzten Tutorial, aber ich werde trotzdem nochmal drauf eingehen. Wir gehen jetzt erstmal wieder in die Blend Shapes und sortieren unsere Blend Shapes zu. Wir gehen auf A. Und hier haben wir auch irgendwo ein A. Zack. Wir gehen auf I. Und haben irgendwo ein I. Ich soll vielleicht nicht so weit runter scrollen. Und so weiter und so fort. Ich mache mal hier im Schnelldurchlauf durch. So, Blend Shapes sind zugeordnet. Zum nächsten Punkt. Wir wollen halt unsere Springboards in Secondary zuordnen. Ja, dazu müssen wir erstmal unser Skelett aufklappen. Wir brauchen ja alles, was am Kopf drin ist. Spine, Chest. Ja, und vielleicht die Brüste können wir auch reinpacken. Neck, Head. So, Haare. Fertig. Gehen wir in Secondary. Springboard Script. Wir haben eins. Dann mache ich hier erstmal die Brüste. Dass das getrennt ist, damit sich die Brüste nicht genauso stark bewegen wie die Haare. Und sag hier Stiffness von. Ja, wohl eins lassen wir eigentlich. Ist eigentlich eins ist okay, glaube ich. Hier, Add Component. Was haben wir denn? Script. VRM. Und wo haben wir es denn? Die Springbones, da haben wir sie doch. Ich bin blind. Ich mache es mir jetzt einfach und pack alle in eine. Wenn ihr wollt, dass sie sich schöner bewegen und halt auch in verschiedenen Stärken bewegen, müsst ihr die trennen. Ich bin jetzt faul und mache es nicht. Ich glaube, 22 waren es. War nur 20. Okay. 2 zu viel. So. Okay, alles zugeordnet. Für mich halt jetzt ein bisschen stümperhaft, alles auf 1. Ihr macht das natürlich für euch ein bisschen schöner in mehreren Gruppen.
Ihr habt euch halt ein bisschen cleverer gearbeitet und habt die halt voll in Blender umbenannt. Wie dem auch sei, jetzt ist unser Modell vollwertig zusammengesetzt und es kann exportiert werden. Export. Und jetzt können wir sie halt dorthin exportieren, wo ihr eure ganzen fertigen VRM-Files halt reinmacht. Ich packe sie einfach mal auf den Desktop. Jetzt haben wir unsere Datei fertig. Wir wollen es natürlich testen. Ich habe ja VC Face Open mit dem Charakter. Ich möchte das jetzt ungern überschreiben. Also nehme ich ein anderes Programm. Man kann hier mehrere Programme öffnen. Nachteil, jetzt haben wir halt nur eine Kamera. Ist aber nicht weiter schlimm. So seht ihr einmal ein anderes Programm, wie VC Face. Letztes Mal hatten wir VC Face benutzt. Jetzt nehmen wir Wupp. Model Lock in. Kriegt ihr auch kostenlos auf Steam. Auch das werde ich unten einfach mal in der Videobeschreibung linken. Ich werde mich auch demnächst mal um verschiedene Programme kümmern und werde dann mal ein bisschen besprechen, was halt die Vor- und Nachteile der verschiedenen Programme sind, was halt das eine Programm kann, was das andere Programm kann. So, jetzt haben wir unser Display. Da taucht gleich einer auf. Oder auch nicht, weil das andere aufgeht. Ja, hier sehen, wir haben schon jede Menge Zeugs hier drin. Einige von mir selber. Einige sind halt basismäßig drin. Wupp ist auch so ein Programm, was ich hier runterladen kann, was halt kostenfreie Charaktere hat, wie jetzt ein Hund, hier so ein Mädchen, hier ist auch eine Frau. Hier sind noch verschiedene andere Sachen zum Downloaden. Also für jeden Einsteiger, der noch kein Modell hat, auch eine Option, einfach dort eins zu nehmen. Wir machen Add Model, Import Model. Click here to import. Ich sollte auch da drauf drücken, wo steht hier Click here to import. Test 1, öffnen. Kurz warten. Da das ein Charakter ist, den wir aus Basis aus Visual Studio gemacht haben, brauchen wir uns hier keinen Kopf machen. Wir können einfach speichern. Das wird dann halt wichtig, wenn man halt selbstgemachte Charaktere hat, die bestimmte Eigenschaften haben. So, hier haben wir unseren Test. Es dauert kurz, bis es geladen ist. So, okay. Siehst du ihn erfolgreich in dem Programm drin? Es funktioniert alles wunderbar, auch wenn das Vorschaubild bei ihr ein bisschen komisch aussah mit den Ärmelchen. Ich weiß nicht, was da jetzt schiefgelaufen ist. Aber es darf ruhig auf dem Bild ein bisschen komisch aussehen, wenn es funktioniert. Ich habe jetzt halt leider meine Kamera selbst in Benutzung und es funktioniert nicht über die virtuelle Kamera. Aber wir können halt verschiedene Animationen auf sie spielen. Das ist das Schöne an Wupp. Hier sind verschiedene Animationen, die sind vorgefertigt. Die müsst ihr nicht selber machen. Ihr könnt eure eigene natürlich hinzufügen. Aber wir können auch einfach die nutzen, die hier sind. Wir können, na kann, lassen wir mal tanzen. So, wir können sie tanzen lassen. Weil der hier. Wie gesagt, ich werde demnächst mal verschiedene Programme vorstellen und zeigen, was die so können, was das Programm für Vorteile und für Nachteile hat, was es generell so kann. So, das wird jetzt, wenn nichts anderes dazwischen kommt, das nächste Thema sein. Welche Programme kann ich wie benutzen und halt auch mit OBS verbinden, dass ich halt meinen Charakter da irgendwie reinkriege? So, okay. Und das war's dann für dieses Tutorial. Wir haben erfolgreich einen Charakter in Blender importiert, wieder exportiert und halt in Unity so weit bearbeitet, dass er als VRM-File nutzbar ist. Da der letzte Teil immer der gleiche ist, halt in Unity mit dem, ich importiere das zweimal als VRM-File, einmal direkt in Unity zurück, um Spring Bones anzulegen und ja, die Blendshapes anzulegen, um dann halt die richtige FBX auszumachen, werde ich das halt das nächste Mal nicht mehr ansprechen. Ich werde dann halt immer auf die beiden Videos verweisen. Ich glaube, das ist auch alles sinnvoller, wenn die Videos auch nicht so lang. Ist doch schon ein bisschen Dauer, was da hinten dran kommt. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Tag noch.